zu meiner Person. Wir nutzen die Zeit gleich. Mein Name ist Miriam Meierhofer und ich bewege mich ein bisschen außerhalb des Typografie-Kosmos und möchte Ihnen heute gerne ein Projekt von mir vorstellen, das sich aus meinen verschiedenen Forschungsinteressen und meinen auch professionellen Interessen speist. Und zwar, mein Vortrag trägt den Titel Spoiler Warning, Leseideologien auf BookTube. Und vielleicht kurz auf Anfang, weil das die anderen auch gemacht haben. Ich bin zur Gruppe Lesbar gestoßen, vor allem als Didaktikerin, als Sprachlehrerin und habe aber verschiedene Standbeine, die mich auch jeweils beeinflussen bei dem, was ich mache mit dem Lesen. Und zwar bin ich Lektorin und Sprachtutorin an verschiedenen Wiener Universitäten, Sprachlehrerin, wie gesagt, und auch PhD-Studentin an der Universität Wien. Und dort verfolge ich ein Dissertationsprojekt, das ich Ihnen heute kurz vorstellen möchte und bei dem vielleicht auch gewisse Fragen für Sie interessant sind, die Sie ja sehr typografisch interessiert sind. Was Jugendliche bewegt zum Lesen, was sie vielleicht auch nicht bewegt und wie sich das gestaltet in einem kleinen Mikrokosmos, den ich heute beleuchten möchte. Ich werde bei diesem Projekt auch unterstützt, das möchte ich gerne dazu sagen, von der Forschungsplattform Youth Media Life, die an der Universität Wien basiert ist und möchte sie mit meinem Projekt starten. Der Titel meines Projekts, das ich auf Englisch verfasse, ist Reading 2.0, Ideologies of Reading on Social Reading Platforms. Ein kleiner Mini-Zungenbrecher für Sie, aber ganz konkret, es geht um die Tatsache, dass es teilweise eine sehr, wie soll ich sagen, eine gewisse Eindimensionalität bei dem Darstellen von dem Status des Lesens an sich bei Jugendlichen gibt. Das heißt, es gibt gewisse, ich würde fast sagen, Doomsday-Szenarios. Die jungen Leute lesen alle nichts mehr. Und wobei ich gerne sagen möchte, es ist durchaus ernst zu nehmen, dass Jugendliche Probleme beim Erfassen von Texten haben. Also ich möchte das mit keinem bisschen diskreditieren. Allerdings finde ich, kann man damit, also diese eindimensionale Sicht auf das Lesen, was Jugendliche bewegt zu lesen, ist sicher nicht so beantwortbar. Es ist auch so, dass sich die Medien, die Jugendliche auch zum Wissenserwerb benutzen, wirklich verändert haben. Und hierbei ist zum Beispiel zu nennen, dass YouTube sich von einer nerdy Internetplattform für Video-Sharing hochentwickelt hat, auch bei österreichischen Jugendlichen zu einer wahren Enzyklopädie. Also man kann jetzt nicht mehr nur von einem Freizeitvertreib sprechen, sondern hier wird auch nachgeschlagen, hier wird nachgesehen, hier wird sich informiert. Das hat auch der Safer Internet Jugendmonitor 2019 gezeigt. YouTube ist zwar hinter Instagram ein bisschen abgeschlagen, aber immer noch, ich glaube, bei 80% der befragten Jugendlichen in Benutzung. Das heißt, durch diese andere Mediennutzung, oder ich würde sagen, anders empfinden es nur wir oder ältere Generationen, die Jugendlichen finden das durchaus normal, entwickeln sich neue Lesekontexte. Diese Lesekontexte sind sehr, sehr vielfältig, medial vielfältig, sie sind multimodal, sie sind extrem komplex, lose miteinander verbunden, aber doch verbunden und durch die Art, wie sie aufgebaut sind, durch die Web 2.0-Tools, die wir hier haben, sehr, sehr dynamisch. Das heißt, Videos können innerhalb kürzester Zeit hochgeladen werden, runtergenommen werden, kommentiert werden, geteilt werden und so weiter und so fort. Und in diesem Dunstkreis, möchte ich fast sagen, entwickelt sich auch ein Phänomen, das vor allem für mich sehr interessant ist und ein bisschen der Kernpunkt meines Forschungsprojekts ist. Und das ist das Phänomen Social Reading oder Social Book Reading. Jetzt ist es schon ein bisschen offensichtlich, was das vielleicht ist für Sie, allerdings möchte ich es kurz umreißen. Es geht um Communities, die sich online bilden, in denen es darum geht, das, was man liest, zu kommentieren, zu teilen, zu reviewen, teilweise auch zu transformieren und neu zu formen, welche Geschichten es gibt. Das heißt, es gibt Online-Communities, die sich nur damit beschäftigen, was man liest, wie man es findet, was es mit einem macht. Was dabei auch besonders interessant ist, für mich als Didaktikerin, ist, dass sich die Rolle der Lesenden sehr, sehr stark verändern oder beziehungsweise gewisse Shifts einnehmen. Toffler und dann später auch Morales sprechen hier von dem sogenannten Prosumer, jemanden, der produziert, aber auch konsumiert und das in einem ewigen Wechselspiel sich abspielt. Wo geschieht jetzt Social Reading? Hier gibt es zwei sehr große Player. Das ist zum einen, also das sind nicht die einzigen, aber die sehr, sehr groß sind. Goodreads, das Sie vielleicht auch kennen oder selbst benutzen. Auf Wikipedia wird es eine Social Cataloging Website genannt. Es gibt auch Leute, die von Goodreads sehr, sehr wenig halten und es einfach nur einen Datenbait quasi nennen. Dazu gleich mehr. Und BookTube, das ist auch der Fokus, der Kontext, auf den ich mich konzentriere in meinem Projekt. Das ist eine lose Community auf YouTube, die sich dem Rezensieren
und dem Diskutieren von bookish Contents widmet. Hier vielleicht ein kleines Ansichtsexemplar. Das ist die Landingpage von Goodreads. Sie empfängt einen gleich mit Meet Your Next Favorite Book. So ein bisschen wie Tinder für Lesende. Deciding what to read next. What are your friends reading? Das wollen wir alle wissen. Und vielleicht auch ein bisschen Trivia, wobei ich finde es gar nicht so trivial. Goodreads ist jetzt nicht nur was für, ich sage jetzt wirklich einfach ganz absichtlich Nerds, die voll viel lesen, sondern Goodreads ist eine riesige Datengenerationsmaschine und sie ist so interessant, weil dort Leute auch preisgeben, was sie lesen, was sie für Bücher lesen, dass Goodreads von Amazon gekauft wurde und zwar für 150 Millionen Dollar. Wenn Sie das viel finden, nur so zum Relativieren, Facebook hat WhatsApp 2014 für einen Preis zwischen 19 und 21 Milliarden Dollar gekauft, nur so zum Abschätzen. Trotzdem ist es viel. Wenn Sie jetzt auf YouTube eingeben, BookTube, dann kriegen Sie sowas. Sie sehen, Sie kriegen jetzt nicht nur Inhalte, die sich beziehen auf Bücher, sondern auch, wie machen BookTubers Geld? Wie macht man ein gutes BookTube-Video? Also hier gibt es nicht nur die Inhalte, sondern auch Metakontexte. Wie macht man das, was wir machen, gut? Damit Sie sich vorstellen können, wer so die Objekte meiner Recherche sind, möchte ich Ihnen gerne einfach nur ein paar Snippets zeigen, nur ein paar BookTuber, die sehr erfolgreich sind, die auch vielleicht in meinen Korpus kommen, das wird sich noch entscheiden. Hier haben wir ein paar Gesichter, die auf YouTube sehr, 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 sehr bekannt sind. Hier die ersten fünf, die Sie eingeblendet gesehen haben, gehören zu den Top 10 der BookTube-Community. Jeder einzelne dieser Channel hat mindestens 200.000 Follower. BookUtopia hier zum Beispiel hat knapp 400.000 Follower und die Communities wachsen ständig. Ich habe hier auch noch einen kleinen, ich sage Underdog eingebaut, das ist Read with Cindy. Sie hat läppische 50.000 Follower und gehört somit zu den immer noch sehr relevanten, allerdings eher kleineren YouTube-Channels. Sie hebt sich auch visuell ein bisschen ab, wie man hier sehen kann, finde ich. Insgesamt kann man sagen, das ist wirklich nur eine Schätzung, weil die Community sehr, sehr lose organisiert ist, gibt es über 1000 BookTube-Channels aktuell, das bezieht sich aber auf eine Zählung vom Vorjahr, vom November 2018, die auch wiederum sehr informell ist, weil das jemand, der einfach BookTube Faszinierendes gemacht hat und auf Reddit online gestellt hat. Die Auffälligkeit ist auch in der Verteilung von diesen Channels. Wer betreibt diese Channels? Wer shared diese Inhalte? Und hier ist es auch unglaublich interessant für mich, dass die meisten Channels hier von Menschen, die weiß sind, also die dem Caucasian, der Caucasian Ethnicity zuzuschreiben sind. Und übrigens, das bezieht sich auch auf den anglophonen Raum sehr stark, weil das der Hintergrund meines Projektes ist, die auch aus der oberen Mittelschicht oder zumindest Mittelschicht sind und somit kaufkräftig sind und sich auch, das muss ich wirklich sagen, die Bücher, die hier rezensiert werden, auch leisten können. Hier werden teilweise im Monat bis zu 30 Bücher gekauft und reviewed und online gestellt. Das heißt, da ist ein unglaublicher Umsatz hier und die Kaufkraft ist ein ganz, ganz schwerer Treiber. Gleichzeitig ist auch interessant, dass die meisten der BookTuber hochgebildet sind, sich entweder in universitären Kursen befinden oder auch diese schon abgeschlossen haben und im Medienbereich auch arbeiten und Vollzeit-BookTuber sind. Also ich glaube, die meisten der BookTuber, die ich Ihnen gezeigt habe, verdienen wirklich ihr Haupteinkommen damit. Influencer sage ich gar nicht mehr, das ist schon ein Schimpfwort unter Jugendlichen, das verkneife ich mir nur in der Klammer. Auch interessant, die Top 10 oder fast Top 20 der BookTuber aktuell sind weiblich. In der Top 10, die ich hier angerissen habe, ist auch nur ein Mann, das ist Jesse the Reader, der zwar ein stolzes Following von ungefähr 360.000 Followern hat, aber doch in der Minderzahl ist. Was bedeutet das jetzt für meine Forschung? Ich möchte gerne in meiner Forschung natürlich ein bisschen Repräsentativität schaffen und habe ein paar vorläufige Auswahlkriterien für die Kanäle, die ich mir anschauen möchte. Durch meinen Background in der Fremdsprachenlehre und überhaupt in den Cultural Studies, in den Fremdsprachen, werde ich mir Channels anschauen, die von English Native Speakers gehostet werden. Die geografische Zuordnung ist jetzt hier nicht so wichtig wie die Benutzung von Englisch als Erstsprache.
Die Inhalte, die geteilt werden, sind Young Adult Fiction Inhalte. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Hauptmerkmal von diesen Channels. Hier geht es um Jugendliteratur. Interessanterweise wird das aber auch sehr stark von Menschen betrieben, die eigentlich nicht mehr in der klassischen Zielgruppe von, sage ich mal, 15- bis 19-Jährigen sind, sondern darüber hinaus, aber doch für ein offensichtlich sehr, sehr stark YouTube-bezogenes Publikum posten. Um ein bisschen den Impact von diesen Channels abschätzen zu können, werde ich auch Leute analysieren, die zumindest 20.000 Follower haben, aber die ihre Aktivitäten, ich sage jetzt mal, als Haupt-YouTube-Aktivität vollführen, vielleicht sogar Vollzeit, um mich ein bisschen abzugrenzen von den Bücherkanälen, die es auch gibt, von zum Beispiel The Guardian oder anderen Zeitungen, die auch Buchinhalte teilen. Was mich noch ein bisschen umtreibt, ist, wie ich es schaffe, vielleicht auch eine Gender Balance und eine Racial oder Ethnic Balance hier zu schlagen, weil, wie gesagt, ich sehr, sehr viele Blickpunkte einbringen möchte. Oder wie, vielleicht kann man Buchinhalte auch einbringen von Menschen, die sich die Bücher in der Bibliothek ausborgen und vielleicht deshalb nicht so schnell posten können. Das ist alles, sind alles noch Entscheidungen, die vor mir liegen. Mein Fokus an sich in diesen Inhalten liegt auf Leseideologien, und das ist ein bisschen eine Wortschöpfung von mir, weil ich das Gefühl habe, dass man hier bei den Inhalten, die geteilt werden, das ist jetzt ein, ich wollte gerade sagen, wie in der Schule, wenn alle leise sind, dann ist es kein Problem. Genau. Warum Ideologien? Warum beschäftige ich mich nicht nur mit Meinungen oder Inhalten? Für mich drängt es sehr auf, dass bei der Betrachtung von diesen Channels ideologisches Gedankengut geteilt wird. Und das ist deswegen so, weil, und hier wollte ich ein bisschen umreißen, was an sich eine Ideologie ausmacht. Was ist vielleicht auch der Unterschied zu einer puren Meinung? Dass Ideologien Gerüste von Werten, Meinungen, Glaubenssätzen und Ideen liefern, die uns dabei helfen, zu navigieren durch unsere politischen und sozialen Welten. Und die auch unsere Handlungen antreiben, die uns Muster aufzeigen, die auch konkurrieren mit anderen Glaubensmustern, Glaubensstrukturen, wenn man das oder Glaubenssätzen. Und die auch dabei sind, das Verhalten oder die Policies, die in einer Gruppe vertreten werden, zu rechtfertigen, herauszufordern und zu ändern, vielleicht. Ganz kurz jetzt durch. Vorher war ein Fragezeichen, jetzt nehme ich ein Rufzeichen, weil ich eben finde, dass die Dinge, die auf BookTube passieren, durchaus das Zeug zur Ideologie haben oder zu den Ideologien. Weil die Dinge, die geteilt werden, mehr sind als pure Meinungen. Sie wiederholen sich, sie sind wiederkehrend, sie sind immer in Konkurrenz zueinander. Und jetzt ist natürlich die Frage, Ideologie kommt aus einem sehr politisch geprägten Bereich. Haben BookTube eine politische Agenda? Das kann ich jetzt natürlich so noch nicht beantworten. Allerdings würde ich sagen, es geht auf jeden Fall auf YouTube, und das kann wahrscheinlich kein YouTuber, der das Vollzeit macht, bestreiten, auch immer darum, das eigene Following zu behalten und auch auszubauen. Einige der YouTube-Channels, die ich Ihnen genannt habe, haben seit dem Vorjahr 50.000 Follower dazu gewonnen. Und sie machen sehr, sehr speziellen Content. Das heißt, zumindest eine wirtschaftliche Ausrichtung ist hier nicht abzustreiten. Was mich speziell beschäftigt in meinem Projekt, ist die Ausverhandlung, die Ausformung von gewissen Grundsätzen und Werten bezüglich des Bücherlesens. Also wie wird das Lesen von Büchern gesehen, wie werden diese Werte reproduziert und auch die Identitäten von Lesenden. Ich weiß, der Identitätsbegriff ist auch in den Kulturwissenschaften sehr, sehr umstritten. Ich beschäftige mich auch zurzeit damit, wie ich das angehe. Allerdings habe ich schon den Eindruck, dass auch wie man sich selbst als Lesender identifiziert, sehr, sehr stark geprägt ist, wenn man Teil von dieser Community ist. Nun ist es wahrscheinlich auch für Sie interessant, wie werde ich das machen? Ich habe vor, in meiner Forschung, das ist wirklich jetzt nur ganz kurz abgerissen, das über eine Genreanalyse zu machen, in der ich auch versuche, eine Typology von BookTube-Genres zu erstellen. Es gibt gewisse Videosorten, also der Kosmos, in dem wir uns hier bewegen, ist so groß, dass wir auch verschiedene Textsorten haben. Es gibt nicht nur die Review. Das ist nur ein ganz kleiner Teil.
Diese Typologie, die mir dabei helfen wird, auch die Manifestationen von Ideologien zu bestimmen in den Handlungen und in den Mustern, die wir hier sehen. Ein kleiner Teil zum Beispiel davon ist auch der kollektive Symbolismus, den wir hier betrachten können in den Videos, aber auch in den Paratexten, also in den Beschreibungen, in den Kommentaren, in den Titeln von Videos. Nur ein Beispiel hier, was vielleicht für Sie aussieht wie Computercode, sind ein paar Beispiele von Vokabeln, die man ganz selbstverständlich auf BookTube verwendet. Da gibt es zum Beispiel TBR, die To Be Read List, was man lesen möchte, One True Pairing, Charaktere, die man gerne zusammenbringen würde, ARC oder RE, Advanced Reader Copy oder Advanced Reader Edition, die man unbedingt immer deklarieren muss, wenn man eine bekommt, vielleicht auch gratis oder mit einem kleinen finanziellen Ansporn von einem Verlag und so weiter und so fort. Das heißt, hier haben wir schon ein Vokabular, ein wiederkehrendes Muster, das die Handlungen hier strukturiert und die auch gewisse Werte wie ein Netz halt auch beinhalten. Das ist zumindest meine Hypothese. Ich habe mir jetzt erlaubt, durch meine ersten paar Schritte innerhalb von diesem Forschungsprojekt und innerhalb von diesem Realm, wie man sagen kann, die Leseideologien, die mir schon aufgefallen sind, zu sammeln. Das hier sind meine Eindrücke, es ist noch nichts wissenschaftlich nachgewiesen, allerdings möchte ich Ihnen auch ein bisschen ein Bild davon geben, wie hier mit dem Lesen umgegangen wird. Also zum Ersten ist es immer ganz selbstverständlich, dass Lesen eine sinnstiftende Tätigkeit ist. Es ist kein Zweifel daran, dass Lesen ein Hauptinhalt des Lebens der Menschen ist, nicht nur, weil sie damit ihr Geld verdienen, sondern weil sie sich immer auch wieder deklarieren als leidenschaftliche Leser. Leseerlebnisse sind immer individuell und nicht generalisierbar. Das wird auch immer sehr stark betont. Everybody is unique. Man kann nicht darauf schließen, dass es jemand anderem auch so geht. Die Leute sind immer sehr bescheiden, wenn sie sagen, also zumindest für mich ist es so, auch wenn sie wiederkehrende Muster beschreiben. Was auch interessant ist, ist, dass man immer, immer, immer lesen darf, was gefällt. Es gibt quasi keinen expliziten Kanon mehr. Es ist ein ganz großer Diskussionspunkt, dass es keine vorgeschriebene Leseliste geben soll. Die Frustrationen mit vorgeschriebenen Leselisten der BookTuber sind immer sehr, sehr offensichtlich. Was interessant ist, ist, dass Kanon doch noch verwendet wird, vor allem wenn es darum geht, ist ein Inhalt von dem Autor, von der Autorin verfasst oder von einem Fanfiction-Writer. Dann ist es nicht Kanon. Das heißt, man bewegt sich hier im Kanon wirklich nur so, ist es überhaupt von einem Autor, der diese Serie zum Beispiel geschrieben hat, oder ist es von jemandem, der extern dazukommt. Dass es vielleicht aber trotzdem einen Kanon gibt, der sich jetzt gerade neu bildet, ist ein unausgesprochenes Faktum, wie ich finde, weil sehr, sehr stark beobachtbar ist, was auf BookTube besprochen wird und was nicht. Auch für Sie, glaube ich, sehr interessant, das Lesen von gedruckten Büchern ist wertvoller, bereichender, echter als das Lesen von digitalen Büchern. Das ist nicht so explizit kommuniziert, allerdings äußert es sich auf sehr, sehr vielen Ebenen, wie das rituelle Riechen an Büchern, das Anfassen, das taktile Erleben von Büchern in den Videos ist wirklich immer ein Ritual. Auch auffällig ist, und das ist jetzt ein Umkehrschluss, dass wenn man E-Books liest, dass das dann immer dazu gesagt wird, also ich habe das ja als E-Book gelesen, ja, also ist jetzt vielleicht noch was anderes als das Normale. Eine ganz schwere, also eine Konklusion jetzt von mir, allerdings ist es schon auffällig, dass das halt immer noch als etwas vielleicht nicht ganz so Echtes gehandhabt wird. Auch interessant ist, dass gute Leserinnen, gute Leser, schnelle Leserinnen und Leser sind und ein fotografisches Gedächtnis haben. Also es wird sich auch immer entschuldigt, wenn man sich an etwas nicht erinnern kann, wenn man etwas in einem Buch gelesen hat. Es gibt Schamgefühle, wenn man sich zum Beispiel nicht an die Covers von Büchern erinnert. Es ist quasi etwas, das peinlich ist. Also wenn man sein Geld auch mit BookTube verdient, dann gibt es auch einen sehr großen Anspruch an das eigene Lesegedächtnis, was ich unglaublich interessant finde. Und was auch immer ein sehr, sehr großes Thema ist, wenn man dafür bezahlt wird, etwas zu reviewen, muss es unbedingt deklariert werden, denn undeklariertes Sponsoring ist sehr, sehr unehrenhaft. Und es geht auch, wie Sie vielleicht auch erkennen können, in diesen Ideologien, die ich hier beobachtet habe, immer sehr um Echtheit. Was ist das Echte? Was ist das echte, authentische Lesen? Und das finde ich unglaublich interessant. Allerdings, der Blitz ist hier for a reason, weil das sind Dinge, die auch immer wieder diskutiert werden. Ist es wirklich so? Sind E-Books nicht eigentlich die besseren? Also hier werden regelrechte Grabenkämpfe ausgefochten. Was sind jetzt die Implikationen dafür? Wenn es darum geht, die Zukunft des Bücherlesens zu prophezeien, das würde ich mir jetzt natürlich nicht anmaßen. Allerdings denke ich, dass es hier zwei Extreme gibt, zwischen denen sich der Einfluss von BookTube auf generelles Bücherlesen bewegen wird. Und zwar, ich denke, es ist möglich, dass zum einen BookTube durch die einfache Verfügbarkeit und auch durch den Zuwachs, den es erlebt,
vielleicht auch mehr Jugendlichen Zugang zum Lesen erleichtert. Also natürlich wird immer noch aus eigenen Stücken gelesen, wenn es um das Freizeitlesen geht. Allerdings kann das ein Effekt sein. Im anderen Extrem steht für mich, dass, und ich finde, das ist durchaus möglich, BookTube einfach eine total große Nische ist, die im Internet eine Plattform hat, die nicht räumlich gebunden ist und die bereits Avid Readers, die Interessierten einfach nur noch näher zusammenbringt und die vielleicht auch die Isolation einer Lesegemeinschaft noch fördert. Also das ist auch vielleicht ein Weg in eine Kluft zwischen Nichtlesenden und immer schon Lesenden oder weiterhin Nichtlesenden. Das heißt, das sind hier so die Extreme, zwischen denen ich erwarte, dass mein Dissertationsvorhaben mich hinträgt. Was habe ich jetzt damit vor? Also ich werde keine Book Hauls machen, wie Sie hier sehen. Ich werde jetzt nicht so viel einkaufen. Allerdings möchte ich gerne die Muster von Ideologien und Leseideologien verfeinern, weil das hier ein New Term ist, den ich versuche zu verwenden. Ich möchte auch deren Aufkommen weiter eingrenzen und definieren im Laufe meiner Arbeit. Und ich möchte gerne einen Korpus erstellen, der vielleicht auch einen weiteren Blick in die verschiedenen Facetten von BookTube eröffnet, als die Top 10 das tut. Und das war es auch schon von meiner Seite. Ich danke Ihnen vielmals.